Ja, was war das denn jetzt schon wieder? Gut, das war der Reverb zu Deutsch Hall. Was der kann, macht und tut, erzähle ich euch in wenigen Sekunden. Bis gleich. Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Patty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverblümt. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse patty@guitar-camp.de. Bis gleich! Ja, der Hall. Zu Englisch Reverb. Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil da gibt es ganz schön viele verschiedene, die ihr auch kennen solltet, weil wenn ihr euch so ein Effektpedal hier kauft, stehen da auch schon mal ein paar Sachen drauf. Da kommen wir dann jetzt nicht nur aus mit Volume, Tone und den Effekt, sondern diese Teile versuchen was zu simulieren. So, was versuchen die denn zu simulieren? Früher in Studios wollte man halt Hall haben. Also nochmal nebenbei, es ist wirklich im Studio der häufigste Effekt, benutzte Effekt, weil Hall einfach der Gitarre oder überhaupt Instrumenten diesen dreidimensionalen Raumcharakter gibt, ne? Dadurch macht er alles ein bisschen fülliger, wärmer und es klingt einfach besser, ne? Nicht übertrieben, aber einsetzen, sondern mit Bedacht, aber es klingt halt einfach besser. So, live eine schöne Sache für so Swells, die ich im Einspieler gerade gezeigt habe. Und für zu Hause, wenn ihr übt, finde ich das auch ziemlich cool. Ich habe auch immer Reverb eigentlich an. So, jetzt gibt es verschiedene, oder gab es früher, gibt es immer noch, aber nicht mehr so, wie es früher einmal war. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Akustisch und mechanisch, sage ich mal. So, akustisch wäre jetzt zum Beispiel ein Hallraum, ne? Das ist so ein, oder so eine Hallkammer, Hallraum, je nachdem. Damit fangen wir jetzt mal an. Eine Hallkammer ist halt ein leerer Raum, also wo jetzt richtig wenig Sachen, bis gar keine Sachen drinstehen, die euer Signal in irgendeiner Weise, die den Schall brechen, ne? Das wäre so, wenn ihr ein leeres Badezimmer habt, ihr klatscht da einmal, es ist natürlich alles am Hallen, ne? So. Jetzt muss so eine Hallkammer nicht gefliest sein, kann sie aber. So. Das funktioniert dann so, ihr geht zum Beispiel, wenn ihr eine Akustikgitarre habt, stellt ihr euch in den Raum, spielt, über ein Mikrofon irgendwo im Raum wird die Gitarre aufgenommen, beziehungsweise, ja, also die Gitarre wird schon aufgenommen, also ihr spielt und ihr wisst, die Schallwellen, die verteilen sich dann überall im Raum, ne? Und reflektieren von den Wänden ab und hast nicht gesehen. So. Und diese Reflektionen kommen natürlich zeitverzögert am Mikrofon an, ne? Ihr müsst euch die Pfeile vorstellen, die dann in irgendwelche Richtungen immer abgehen und die kommen dann nacheinander alle beim Mikrofon an und dadurch habt ihr dann einen Hall. Punkt, aus, Ende. So. Und entweder wird eure Gitarre dann nochmal ich sag mal clean abgenommen, ohne, also im normalen Raum jetzt, ne, wo auch mal ein Tisch stehen darf. Und dann mischt man die beiden Effekte zusammen, Ende. So, das wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 war oder ist vielleicht auch immer noch der Plate Reverb. Das ist mechanisch und das ist eine Metallplatte, die ist an so einem Gestell, die ist eingespannt an so, ich sag mal so Federn, damit die schwingen kann. So, dann sitzt da so ein Modul drauf mit einem, ich glaube, das ist so eine Art Box und zwei Tonabnehmer, also Piezo-Tonabnehmer. Wenn ihr dann was spielt, dann geht ihr auf dieses Modul, was wo die Box dran ist und das das bringt die Platte dann in Schwingung und dieser Hall-Effekt, der dabei auftritt, der wird über die Tonabnehmer abgenommen und eurem Signal dann beigemischt, ne? Gut, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, eine wenig platzsparende Möglichkeit, weil diese Metallplatte ist jetzt nicht nur so groß, die ist schon mal 2-3 Meter groß, ne?
Und dann nochmal 2 Meter hoch oder was. Achso, bei der Platte, wenn ihr die Platte, es gibt Konstruktionen, da kann man die Platte nach vorne und hinten verschieben und dadurch eine andere Hallklangart erzeugen, ne? Also als wäre der Raum größer, wo ihr seid, oder kleiner. Ne? Man ist natürlich gewillt, dass sich diese Platte jetzt in dem Falle nach Raum anhört, ne? Weil ihr wollt ja eurer Gitarre einen räumlichen Charakter verleihen. So. Dann gibt es noch die kleinere Variante, der Federhall. Spring Reverb wird dann auf eurem Pedal stehen, bei dem anderen wird Plate Reverb stehen und bei der Hallkammer würde Room oder Hall oder so stehen, ne? Bei der Feder ist es der Fall, da geht euer Signal in diese Federkammer rein. Ja, wird über eine oder zwei Federn, weiß ich jetzt gar nicht, durch die Schwingung der Federn wird der Hall erzeugt und dann eurem Instrument beigemischt, ne, eurem normalen Gitarrensignal. Das ist natürlich wesentlich kleiner, es ist relativ kleiner Kasten und der ist dann auch schon mal in Amps verbaut, ne? Vom Vox, der AC15, Fender, die ganzen Reverb-Teile, meiner hier hat das auch. Hat den Nachteil, also den Vorteil, ihr habt einen Reverb on Board. Der Nachteil ist, es ist sehr wartungsintensiv. Ne? Heißt, wenn ihr jetzt auf Tour seid und ihr spielt, was weiß ich, 2, 3, 4 Abende hintereinander die Gigs und müsst das Ding immer hin und her schleppen und transportieren, dann hast du nicht gesehen. Durch die ganzen Erschütterungen und Hin- und Hertragerei und was weiß ich, gehen die mechanischen Bauteile irgendwann kaputt. Das ist halt einfach so und dann habt ihr das Teil immer beim Amp-Bauer oder macht es selber, aber ne, das ist dann schon mal nervig. Also hat man diese ganzen mechanischen Sachen genommen, zusammengeknüllt und in dieses Teil hier gepackt. Also in so ein Teil. Dieses Teil macht digital das, was die anderen Sachen in richtig groß machen, ne? Nämlich Hall erzeugen. In diesem kleinen Teil, das ist jetzt ein digitaler, es gibt auch analoge, da ist von T-Rex dieser, na wie heißt der, Roommate oder so ähnlich, der macht über eine Röhre, das ist so ein Röhrenhall. Dann gibt es natürlich noch Bandmaschinen, die dieses Bandecho erzeugen, das ist dann natürlich auch analog. Und dann gibt es halt hier diese digitalen Teile. So, die machen es euch dann digital. So, die versuchen jetzt halt diese Platte, diese Feder, diesen Raum und was auch immer, versuchen sie ja nachzuahmen, nachzuäffen. Ne? Machen sie teilweise auch ganz gut. Den habe ich mir nur gekauft, um euch das jetzt mehr vorzuführen. Ich habe, wie gesagt, Delay on Board und so viel brauche ich hier gar nicht, wie das hier hat. Und das finde ich jetzt so gut, geht so. Ne? Es macht halt das, was es soll, aber der Klangcharakter gefällt mir so gut nicht. Aber ist ja auch Hupe, es macht wie gesagt das, was es soll und zum Vorführen hier reicht es allemal. Gut, hier habt ihr jetzt einmal einen Levelregler, einmal einen Tonregler und einmal einen Timeregler. Level, wie beim Delay auch, wenn ihr das auf 0 habt, habt ihr halt 0 Hall. Wenn ihr es auf 12 Uhr habt, habt ihr 50% Hallanteil in eurem Signal und voll aufgedreht habt ihr die volle Hallpower. Ne? Tone, der Tonregler macht wieder die Höhen und wenn ihr den Ton aufreißt beim Hall, dann klingt das eher ja, so ja, kachelig, blechern, Peng-Peng-artig und wenn ihr das zudreht, den Ton, also weiter Richtung links. Dann klingt alles ein bisschen wärmer und runder, wobei es kann dann auch schon mal schwabbelig sounden. Okay, Time ist natürlich die Zeit, die Reverb-Zeit, wie lange ihr halt Hall habt. Und ihr habt es im Einspieler gesehen, diese Fade-Ins, die ich gemacht habe mit dem Volume-Regler. Dafür braucht ihr eine ganz schön lange Hallzeit, damit, während ihr zumacht, beim Delay habe ich es euch schon mal gezeigt, da braucht ihr viel Delay-Zeit oder beziehungsweise viele Delays mit einer entsprechenden Zeit, damit,
wenn ihr den Regler zumacht, damit das noch nachschwingt, während ihr eigentlich aus der Gitarre keinen Ton mehr produziert. Ne? So, jetzt haben wir dann noch diesen Modulationsregler. Ja, da steht jetzt zum Beispiel Spring Plate, also Spring, ihr wisst, er simuliert den Federhall. Plate simuliert diese Metallplatte. Hall, das ist, Hall ist eine Halle, klar. Als wärt ihr in einer Kirche oder Kathedrale oder halt in so einer großen leerstehenden Lagerhalle. Ne? Dann haben wir noch, ich muss mal kurz gucken, Gate. Gate findet man nicht auf allen, aber Gate, ja, muss man, das ist halt so eine Sache, ob man es braucht oder nicht. Ihr kennt ein Noise Gate, oder habe ich es euch erklärt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ein Noise Gate macht nichts anderes, als Frequenzen abzuschneiden unter einer gewissen Dezibelzahl, die ihr einstellt. Punkt. So. Und das, dann ist das Signal direkt da weg. Ne? Und wenn ihr beim Ausklingen lassen eures Akkordes, weil so ein Akkord wird ja leiser, wenn ihr ihn schlagt. Ne? Ich sag mal, ihr spielt hier irgendeinen Akkord. Dann wird er leiser. So. Und ab einem gewissen Punkt würde dieses Noise Gate dann euren leiser werdenden Ton hier abcutten. Ne? Der wäre dann weg. So. Aber von 0 auf 100 wäre es direkt weg, also abgeschnitten, ne? Wie weg. So, dieses Gate Reverb macht jetzt nichts anderes. Ne? Da könnt ihr jetzt nicht viel dran einstellen, das ist hier voreingestellt. Aber er schneidet halt auch euren Reverb konstant ab. Ende. Ne? So, dann gibt es noch Room, das ist ein normaler Raum, ne? Wie so eine Hallkammer. Nicht so groß, den Unterschied zeige ich euch gleich nochmal. Und Modulate. Modulate habe ich jetzt hier noch gar nicht getestet, aber das ist, glaube ich, wieder wie bei allem anderen, wo Modulate steht. Bei vielem anderen ist es ja wirklich so. Es ist wie so ein kleiner Chorus-Sound, sag ich mal. Ne? So, wir testen das jetzt einfach mal. Wir gehen mal die Regler durch. Wir fangen mal bei dem Spring hier an. Machen alles auf 12 Uhr. Wir machen alles auf 12 Uhr. Level müsstet ihr mittlerweile alle zu Genüge kennen. Hört man da irgendwo einen Hall? Nicht wirklich, ne? 12 Uhr. Ui, da ist Hall. Volle Power. Na, da ist der Hall da. So, Tone. Ich gehe mal unten. Na, ihr hört, hier ist es ein bisschen abgeschnittener in den Höhen und ein bisschen mumpfiger, sag ich mal. Ne? Dreh den Ton nochmal auf. Na, ihr hört, die britzeligen Höhen sind da. Okay, das ist natürlich ein bisschen zu viel. Und die Zeit ist, also Time. Stell natürlich jetzt dann die Zeit ein, die der Reverb da ist. So. Na, das wäre auf 0. Ne? Also ich sag mal so, ihr schlagt an, müsst dann direkt weggehen und dann hört ihr, wie lange er da ist. Ne? Mal auf 0 nochmal zum Vergleich. Nochmal volles Pfund. So, das ist Time. Das dürfte dann auch jedem klar sein. So, und dann haben wir jetzt hier diesen Mode-Regler. Spring, ich gehe mal alle durch. Und ich finde jetzt hier ist, ja egal, ich gehe einfach mal durch. Es geht ja nicht um das Pedal, sondern um den eigentlichen Klang. Also, Spring. Plate. Ihr hört, ein bisschen spitzer. Hall, das ist halt diese große Halle. So, Gate, wie gesagt, wie so ein Noise Gate. Hört ihr?
Ne, direkt weg. So. Room ist halt dieser kleine Raum. Und Modulate müsste eigentlich so ein chorusartiger Effekt sein. Ja, hat ein bisschen was von Chorus, ne? So. Okay, ich zeige euch jetzt mal die Unterschiede zwischen Room und Hall. Jetzt Hall. Na, ihr hört, es simuliert jetzt einen größeren Raum und der Hall wird natürlich viel fülliger, ne? Was natürlich dem großen Raum geschuldet ist und eigentlich relativ logischer sein sollte. So, und dann nochmal den Unterschied zwischen Federhall und Plattenhall. Ne, Plattenhall wesentlich präsenter und ein bisschen spitzer als dieser Federhall. Gut. Ja, ich sag mal, was man damit machen kann, man kann damit spielen. Ne? wenn wir jetzt mal, wie ich euch vorhin gesagt habe, diese Swells machen wollen, dann braucht ihr natürlich eine lange Reverb-Zeit, ne? Dass dieser Reverb auch lange steht. Wir nehmen einfach mal den Plattenhall und machen es nochmal. Ja, ihr habt das Signal schon längst wieder gekappt und trotzdem geht's weiter. Ne? Das finde ich bei so Swells halt ziemlich geil, deswegen habe ich auch auf meinem Board ein Volume-Pedal. Aber das erkläre ich ja später nochmal. Gut. Ja, ich sag mal, wenn ihr in einer Band spielt und Hall nutzen wollt, dann würde ich es nicht für irgendwelche Rhythmuspassagen machen, weil dann, also ich rede jetzt von einer Rockband, ne? Weil es kann schnell mal zu viel werden. Ne? Wenn eine ganze Band in eine PA eingespeist wird und dann kriegt ihr die volle Hallmauer ab, dann ist das natürlich ein bisschen schlecht. Ich spiele mal was Hallmäßiges mit dem Verzerrer an. Okay, das ist ein bisschen viel Hall. Ne, also mir gefällt der Effekt jetzt nicht so gut. Normalerweise klingt das nicht so grob, sag ich mal. Wir gehen nochmal auf Spring. Machen die Hallzeit mal kurz. Das geht jetzt noch, ne? Also das ist auch hier für mich die beste Einstellung. Ich habe einen Hall an Bord auf meinem Ding ist hier, an meinem Verstärker. Ich spiele euch es einmal ohne Hall vor. Ne, also ihr hört der Klang. Das ist jetzt dieser Spring Reverb. Dann nehmen wir mal den hier. Ja, für mich klingt der wirklich ein bisschen zu digital, aber gut, jedem das seine, muss einem halt auch gefallen. Ne? Ich zeige euch das jetzt im Single Notes Riffing mal ohne Hall. Jetzt mal mit Hall.
Hört sich nicht schlecht an, aber ich sag, ja, ich weiß nicht, meinst du, ist es nicht so? Ich bin da eher der Delay-Freund. Nur halt für zu Hause, ne? Wenn ihr jetzt zu Hause irgendwas spielt, ist Hall sehr, sehr kostbar, ne? Selbst wenn ihr einfach nur stumm Pentatonik übt. Hört sich das mit Hall doch ein bisschen besser an, ne? Nehmen wir nochmal ein Plate. Ja, ich sag mal, wenn ihr es ohne spielt. Da ist Metall besser. Und das ist clean, ne? Also ich finde es Metall wirklich schöner. Ist aber Geschmackssache. Gut, somit hätten wir halt auch geklärt, glaube ich. Ja, doch. Doch, doch, doch. Nein, doch. Doch. Ich habe euch, glaube ich, alles erzählt, was ich weiß. Und ja, das war's mit Reverb. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin der Patty. Bis dann.